Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ihr seht schon, ich bin nicht allein. Ich habe hier dabei Blub Bob. Hallo. Hat gerade bei mir ganz kurz ein bisschen geleckt und ich baue hier mal schon mal das erste Stück Holz ab. Also ich meine, würde ich gerne, wenn du mir nicht andauernd in den Weg laufen würdest. Okay, ja. Also man sieht schon das Projekt. Nebenbei ist es ein Mod-Projekt, das sieht man vielleicht auch. Oh, ich hatte noch die Tools. Oh, ein Apfel, die raus. Ja, wir warten noch nicht machen, weil wir nehmen gleich die Crooks, sonst kriegen wir eventuell keine Saplings raus. Okay. Ja, man sieht schon, es ist ein Mod-Projekt. Wir sind hier in einer Skyblock-Welt. Ex Nihilo ist drauf. Das ganze Zeug, bla. Ich bastel hier uns ganz kurz mal eine Crook. Damit kriegen wir mehr Saplings raus. Auch wenn es gerade bei mir hier ein wenig auf dem Server laggt. Aber gut, das wird sich hoffentlich... Okay, wenn wir ehrlich sind, das wird sich nicht legen, aber... So, jetzt würde ich dir mal empfehlen, von da oben runterzukommen. Ja, weil sonst, dass du eventuell nicht runterfällst. So, Schritt 1, Baum abbauen. Schritt 2, Plattform vergrößern. Ach stimmt, wir haben ja Weinmeiner drauf. Ja, ich mache uns gleich mal hier... So, stellst du die wieder hin? Danke. Ich mache uns gleich mal ein paar Slabs. So, ich gebe dir die Hälfte. Hier. Oh, hoffentlich falle ich nicht runter. Tja, das wäre jetzt schade. Und ich würde sagen, wir ziehen einfach mal unsere Kreise hier umher. Und nebenbei für die Aufnahme sei vielleicht noch gesagt, wir streamen das Ganze hier auch noch live auf Twitch. Link dazu zu meinem... Twitch-Account, alles klar, wie viel, okay. Link zu meinem Twitch-Account packe ich, denke ich, mal unten in die Videobeschreibung, wenn ich klug bin, wenn nicht, erinnert mich dran. Hallo? Ja. Ah, weil du mich gerade nicht bewegt hast, ich dachte, schon die Innenverbindung. Ja, ich habe gerade kurz das geguckt. Geh mal ganz kurz zur Seite, nicht, dass du noch... Ne. Oh. Ja, meins. Haha. So, wir müssen jetzt hier ganz kurz noch ein paar Crooks machen. Ich hab gar nichts mehr im Winter außer ein Wurm. Das ist gut, den kannst du ja essen. Wieso mache ich mir noch eine Crook? Da, nimm die Crook. So. Und auf jeden Fall, ja, ich streame das Ganze hier live auf Twitch, deshalb wir haben aktuell gar keine Zuschauer. Mal abgesehen vom Bot natürlich. Und mir. Nein, du wirst bei mir gar nicht als Zuschauer gewertet. Okay. Und ich glaube, ich muss ganz kurz, das war falsch. Ich muss hier ganz kurz mal was an den Lautstärke-Einstellungen verändern. Ihr seht es hier gerade, dass ich hier so ein bisschen rumspiele. Ich muss hier das ganz kurz ein wenig leiser machen. Deine Wenigkeit und muss... Minecraft ist schon vollständig laut, weil es bei mir nämlich immer noch extrem leise ist. Ich werde das jetzt erstmal so machen. Sag mal was. Ja, ich sage was. Sag jetzt mal was. Ich sage wieder was. Jetzt müsste es passen. Denn jetzt hört man Minecraft im Hintergrund und weil du warst vorher extrem laut und man hat Minecraft ungefähr gar nicht gehört. So, ich gebe dir mal in voller Verantwortung fast alle Saplings. Crook hast du ja, einen Apfel. Dann würde ich mal sagen, baust du nämlich weiter Holz ab und ich... Ja. Ja. Irgendwie höre ich bei mir diese Platziergeräusche überhaupt nicht. Naja. Cool. Naja, auf jeden Fall baue ich hier mal die Plattform ein bisschen größer. Und, was wir gleich noch brauchen, ist ein Barrel. Kannst du mal kurz eins machen? Ich drop dir eine Slab zu. Okay. Die brauchst du nämlich dafür, falls du nicht weißt. Ja, ich weiß. Ja, gut. Und ansonsten machen wir jetzt erstmal Werkzeuge und wir müssen die Tinkers Construct Werkzeuge verwenden, weil die normalen Vanilla-Werkzeuge nicht funktionieren. Okay. Damit kannst du gar nichts abbauen. Das heißt, du kannst einen Block Stein oder einen Obsidian mit der Hand schneller abbauen als mit einer Tierspitzhacke. Also Vanilla. Ja. Daher werden wir uns deshalb dann mal darum kümmern.
Und ja, du weißt schon, dass wenn du die Kiste direkt nebenan gestellt hättest, wir auch direkt aus der auf dem Crafting Table drauf zugreifen hätten können, aber gut. Ich baue schon mal hier die Blätter ab. Okay. Wir haben hier auch hier direkt das Barrel, das heißt, wie viele Saplings hast du gerade? 4. Behalte die im Inventar. Wenn ich habe aber da 4 rein in die Kiste. Behalte die trotzdem im Inventar. Dann werde ich mich hier. So, wir haben jetzt. Wir kompostieren jetzt hier schon mal eine zweite Erde, das ist schon mal sehr gut. Ich werde hier mal schauen. CPU einfach immer noch zu 2% ausgelastet. Minecraft scheint hier nicht sonderlich irgendwie zu jucken. Ach ja. Ich liebe meinen PC. Was denn? Klingt komisch. Trotzdem liebe ich meinen PC. Du könntest alles selbst, die ich aussehen zu viel gebaut habe. Ich glaube, wir wechseln einfach wieder die Rollen, oder? Aber warte. Ich mache einfach schon mal ein paar von den Tinkers Construct Tablen, okay? Und was brauchen wir denn? Wir brauchen eine Stencil Table. Wie hoch soll der Baum eigentlich immer wachsen, dass wir den Slab setzen können? 6 Blöcke über der Erde musst du die Slab setzen. Okay, wir brauchen jetzt hier eine Slab. Und man sieht auch schon, dieses automatische Einfügen von Not Enough Items funktioniert hier nicht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht wieso. Und ich mache es immer noch aus Reflex. Aber Neues, jetzt habe ich gerade 2 Bücher bekommen. Ich leg die mal wieder da ganz vorsichtig rein. Nebenbei, die anderen Bücher sind, das erste Buch ist alles weg, weil wir direkt gestorben sind. Weil die Welt. Ja. Reden wir nicht drüber. Reden wir einfach nicht drüber. So, als nächstes brauchen wir auf jeden Fall eine Pattern Chest. Die machen wir auf jeden Fall. Ich mache erst nochmal eine zweite Crook. Man weiß ja nie, wofür man die mal braucht. Wenn irgendjemand einen einbaut. Jetzt ist gut eingesammelt. Ja, ist aber gar nicht so schlecht, weil ich mache jetzt erstmal einfach mal das ganze Zeug hier und dafür brauche ich eine Kiste. Kann ich mir eigentlich jetzt auch so schon machen. So. Eine Kiste und eine Pattern obendrauf. Dann haben wir schon mal die Pattern Chest. Als nächstes brauchen wir den Part Builder. Part Builder. Hier brauchen wir ein Rohholz. Und ich glaube, eine Dings drüber. So. Und zum Schluss brauchen wir noch die Toolstation. Oh mein Gott. Was denn? Dieser Baum. Ja, viel Spaß beim Abbauen. Was wollte ich machen? Genau. Das. So, und dann hier. Das und eine. Pattern oben drauf. Dann haben wir eine Toolstation. Und jetzt können wir im Prinzip uns schon simple Werkzeuge machen. Soll ich schon mal für dich was mitbauen? Eine Axt oder so? Ja. Das ist wohl. Da droppt jetzt alles, ne? Alter. Runter. Einsammeln. Insane. Und wir haben eine zweite Erde. Yay, das heißt, wir können schon mal mehr Holz anbauen. Ich tue es aber aktuell noch in die Kiste, weil ich glaube nicht, dass wir es schon brauchen. So, auf jeden Fall, wir brauchen noch ein paar Patterns. So, also ich mache erstmal eine Axt, oder? Das wird sich jetzt, glaube ich, bei uns am besten anbieten. Bitte nicht runterfallen. So, also, wobei wir machen keine Axt, wir machen eine Mattock. Ja. Ne? Dafür brauchen wir eine Handle. Can you handle it? Hä? Ist das die? Ist das jetzt wieder weg? Ja, das wird schon irgendwie passen. Handle, Shovel Head, Axe Head. Tool Rod, Axe Head, Shovel Head. Das heißt, wir können die jetzt hier reintun. Wir müssen jetzt hier im Part-Builder das Ganze machen. Ich mach dir einfach mal eins. Ich brauche noch keins. Kommt hier das Axt-Ding.
Geht es nicht? Ah, wir brauchen Stein dafür. Okay, wir brauchen zuerst Stein. Dafür brauchen wir da auch noch eine Spitzhacke. Kann man sich Holzspitzhacke machen? Sonst zieht's. Ich glaube, wir müssen die ersten Tools. Wir haben ein kleines Problem, glaube ich. Was denn? Der Baum wächst nicht. Wir haben kein Problem. Ja, vielleicht, weil du es eins zu tief gesetzt hast. Ja, du hast eins zu tief gesetzt. Auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? 1, 2, 3, 6 über Erde. Ja, dann mach 7 draus, was weiß ich. Was soll ich jetzt machen? Ah ja, genau, wir müssen das Ganze nämlich aus Cobblestone machen. Und für Cobblestone brauchen wir Erde, die wir durchsieben müssen. Sprich, wir brauchen zuerst ein Sieb, wir haben noch so viel vor uns, bevor wir uns überhaupt irgendwelche Werkzeuge machen können. Und ich glaube nicht, dass wir das im heutigen Stream schon alles schaffen. Ja. Oder in der heutigen Aufnahme ist ja. Ne. Kupfwiegsprungen. Nein, was hast du gemacht? Ja, der war in mir drin, ich konnte nicht raus, wenn ich nicht abgebaut hätte. Ja, ich mach das hier. Ja, nimm du mal das dann auch noch. Für den Fall, dass ich runterfalle, dass wir wenigstens noch ein bisschen was haben. Könntest du mal aufhören, Danke. So, ich habe jetzt ein Stack und 8 Slabs, aber ich werde dir erstmal sicherheitshalber ein bisschen was reintun. Nur so für alle Fälle. So, ich werde hier. Also, wir haben schon wieder 24 Saplings. Ich sag das hier nur und deshalb, wir machen auch alles jetzt intuitiv. Weil wir das Ganze mit exakt derselben Konfiguration schon mal angespielt haben. Ja. Um halt die Stabilität der Mods und so weiter alles zu testen. Und wer weiß ja nie. Und du übertreibst mal wieder mit Barrels. Ist wichtig. Ja, es ist wichtig, um Cobblestone zu bekommen. Ja, da stimme ich dir zu. Allerdings ist es auch erstmal wichtig, dass du hier nicht alles verfeuerst und gerade bei mir schickst. Ja, ich komm. Einen Moment, ich komm gleich wieder. Du kannst weitermachen. Ja, aber vergiss nicht, die Stumm zu schalten. Naja. Sind wir jetzt alleine? Natürlich. So, dann hätten wir aber das immerhin schon mal gemacht. So, jetzt kommen wir die nächsten. Und, wie viele Zuschauer haben wir eigentlich? 2. Nice, dass er übrigens wieder da ist. Naja. Warte, ich muss ganz kurz, ich kann ja. Jetzt haben wir wieder nur einen Zuschauer. Cool. Also entweder hat da jemand spastische Zuckungen am Handy oder am Computer. Jetzt haben wir nämlich wieder 2. Es gibt einen Fehler bei der Twitch-Anzeige. Das weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall, was ich gerade eben sagen wollte, als du weg warst, ich hatte noch nicht angefangen. Mir macht das persönlich ja sehr viel Spaß. Spaß macht mir das. Erde in die Kiste noch, da sind 2 Stück drin. Unser nächstes Ziel wird sein, ein Sieve zu bauen. Und zwar erstmal ein normales Oak Sieve. Dafür brauchen wir 2 Silk Meshes, dafür brauchen wir insgesamt 18 Strings. Ich glaube, du bist zu dicht dran. Guck. Normalerweise sind da 3 dazwischen. Siehst du, ragt nämlich hier genau in den anderen Baum mit rein. Kommst du da raus? Ja, kommst du. Ich bin noch fast gestorben. Siehst du, Blattwerk geht mich genau bis hierher. Ja. Und es ragt damit genau in den anderen Baum mit rein. Also ich würde das noch eins weiter rechts.
Nein, platzieren, aber. Ja. Hast du Holz für mich? Blub, Bob. Ach, danke. Ich komme auf deinen Namen immer noch nicht klar. Zur Erklärung vielleicht, ich habe heute erst erfahren, dass er sich umbenannt hat. Von einem relativ guten Namen in das da. Dass manche Leute Namen die backt immer weg. Hä? Die Slap backt immer richtig neben dran. Oh, und wir haben einen Zuschauer. Jemand hat was in den Chat geschrieben. Hey ho. Ja, hey ho zurück. Hallo, willkommen beim Stream. Hey ho. Wie komme. Auch wenn es gerade im Stream ein wenig leckt, es tut mir leid, aber ja. Hey. So, den Baum nicht abbauen, ne? Okay, ja. Was geht? Ja. Wir spielen hier Minecraft, Skyblock. Welches Modpack ist das? Das so ähnliche Mods wie von Minecraft Sky. Ja, so in der Art. Ein paar Mods fehlen, ein paar Mods sind dazugekommen. Ich habe das mir im Prinzip selbstständig versucht zusammen. Also es gibt dazu keinen offiziellen Download. Ich mache mir mal eine eigene Crafting Station. Ich habe da rechts in den Dungeon eine gestellt. Jetzt habe ich mir sie gerade schon gebaut. Naja, man kann nie genug haben. Auf jeden Fall, ja, das sind einfach so zusammengestellte Mods. Ich werde schauen, dass ich... vielleicht nur an dich. Es wird auf YouTube kommen. Mein YouTube-Channel müsste verlinkt sein auf Twitch. Und dort werde ich schauen, dass ich in die Beschreibung eine Liste aller Mods mache. Sowie welche Version. Warum ja. Nicht einfach Sky Factory 3 oder so? Warum? Also, ja... Klar, das könnte man machen. Ich hatte auch erst überlegt, Sky Factory 3 zu nehmen. Allerdings haben mir dort irgendwie die Mods nicht mehr ganz so gut gefallen. Wie bei alten Sky Factory Versionen. Und, ja. Deshalb kein Sky Factory 3 und die anderen Versionen waren halt einfach schon ein bisschen älter. Sky Factory 2 lief ja zum Beispiel auf Minecraft 1.4. Soweit ich weiß. Also, ja. Aber vielleicht kommt Sky Factory noch irgendwann. Ich möchte da überhaupt nichts irgendwie sagen. Also, vielleicht kommt es noch. So. Infinity Evolve. Ich baue mal das Glas hier ab, weil das ist hässlich. Ja, mach. Infinity Evolve Skyblock. Kenne ich jetzt überhaupt nicht. Dann werde ich mal schauen. Ja, also ich bin sowieso in der Minecraft. Im Expert Mode. Ja, Expert Mode wahrscheinlich. Damit wir möglichst oft sterben, ja. Wahrscheinlich ist der Export-Mode dann auch noch mit, was weiß ich, so und so viel Leben und wenn du stirbst, hast du halt Pech. Ja. Ja. Ja, mal schauen. Also wie gesagt, wir haben in diesem Modpack auch überhaupt kein Ziel. Oder bei diesem Mod-Zusammenstellung. Haben wir auch überhaupt kein Ziel, das heißt, wir können das, was weiß ich, 20 Folgen ziehen und wir können es aber auch 100 Folgen ziehen. Wir können es aber auch noch länger ziehen, wenn wir wollen. Also, wir haben da überhaupt keinen Zwang. Es kommt so lange, wie wir Bock drauf haben, danach kommt was anderes. Vielleicht, ich kann mir diese Modpacks mal anschauen, vielleicht mache ich dann noch ein Singleplay, Let's Play davon. Ja. Ich liebe diese Art von Interaktion. Ich habe das noch nie gemacht und mir macht das jetzt schon unheimlich viel Spaß. So einfach mal so. Ja, Mensch. Einfach mal so ein bisschen quatschen. 3, 4, 5. Ja. Was machst du? Oh, hörst du mich noch? Hallo, bist du noch da? Ja, 1, 2, 3. Ja gut, ne, weil es ja gerade bei mir ein bisschen... Ich mach Baumfarm jetzt erstmal. Ja, ne, weil wir haben gerade die Blöcke. Du hast dich auf einmal nicht mehr bewegt und auf einmal warst du 7 Blöcke weiter hinten und da waren überall Holzplanken hingebaut. Und ich habe auch das Gefühl, der Stream laggt ein bisschen.